Innsbruck wird im kommenden November Austragungsort von Gruppenspielen des Tennis Davis Cup Finalturniers. Das wurde am Montag in Wien bekannt gegeben. Ab 25. November wird in der Tiroler Landeshauptstadt auf jeden Fall die Gruppe mit Österreich, Deutschland und Serbien ausgetragen. Tennisfans in Österreich werden Weltklasse-Tennis sehen in Innsbruck in der Olympiahalle. Es ist ein sportliches Großereignis, das eigentlich mit der Europameisterschaft im Fußball 2008 durchaus vergleichbar ist. Und wir haben uns mit Innsbruck durchgesetzt gegen die Weltstadt London. In Tirol wird damit rund um das erste Adventwochenende die absolute Tennis-Weltelite aufschlagen. Wir gehen davon aus, und ich habe auch schon die Gespräche geführt mit den einzelnen Spielern, dass wir genau in dieser stärksten Aufstellung spielen werden, also dass wir mit einem Djokovic, mit einem Zverev und natürlich mit dem Dominic Thiem in Innsbruck rechnen können, aber auch mit einem Andy Murray, mit einem Game of East. Also das sind internationale Superstars. Auch wenn Sportminister Werner Kogler wegen Corona noch keine Versprechen bezüglich der Zuschauerkapazitäten in Innsbruck abgeben konnte, wird mit sehr vielen Fans aus dem In- und Ausland gerechnet. Und die möchte man entsprechend empfangen. Wir, Tirol und Innsbruck, wir werden gute Gastgeber sein. Wir werden sehr freundschaftliche Gastgeber für die gesamte Welt sein. Das Davis Cup Turnier in Innsbruck bietet Österreich und Tirol somit eine große internationale Bühne in der Hoffnung, dass dann die Corona-Pandemie unter Kontrolle ist.